Hallo beim Bautalk. Mein Name ist Michael Neukirchen und heute spreche ich für euch mit Eugen Schmitz. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift TIS. Der heutige Bautalk ist mit Eugen Schmitz, dem Chefredakteur der TIS Tiefbau, Hochbau, Ingenieurbau und Straßenbau. Hallo Eugen, wir sind beim Du. Hallo Michael, wie geht's? Ja, wunderbar, ein bisschen bewölkt, aber umso bessere Zeit, Podcasts zu hören. Wo hören wir dich? Ich sitze gerade in Gütersloh in meinem Büro, in unserem Neubau, den wir vor 2 Jahren bezogen haben. Alles schick, große Fenster, Blick auf die Sonne, alles prima. Wunderbar. Dann haben wir schon mal das Setting. Ich schaue hier auch ins Grüne im schönen Baden-Baden. Ich freue mich, dass ich dich gewinnen konnte für den Bautalk, denn um dich mal vorzustellen, du hast viele, viele Jahre Erfahrung im journalistischen Umfeld, PR, Redaktion und bist inzwischen bei der TIS Chefredakteur und das auch schon eine ganze Weile. Wenn du uns erklärst, was denn als Fachzeitschrift die TIS für die Baubranche bedeutet und was Zuhörerinnen und Zuhörer über die TIS eigentlich wissen sollten. Ja, die TIS ist vor etwas über 12 Jahren gegründet worden. Sie entstand durch Zusammenlegen mehrerer Zeitschriften, die sich thematisch eben gut ergänzten. Damals bin ich vor ziemlich genau 10 Jahren an Bord des Bauverlags gekommen, um eben die Titel zusammenzuführen und zu einer Zeitschrift zu machen. Was für mich damals oder für den Verlag damals ausschlaggebend war, mich zu holen, ist, dass ich eine starke Expertise darin habe, als Nutzwertjournalist Themen zu erklären für Leute, die vielleicht technische Voraussetzungen haben, aber sich mit diesem speziellen Thema nicht auskennen. Und der Grund, diese Zeitschriften zusammenzulegen, war einfach der, dass sich die Anforderungen im Bauen etwas verändert haben. Wir haben heute die Situation, dass Bauunternehmen viel universeller agieren müssen als noch vor vielen Jahren. Wenn ich beispielsweise auf eine Logistikhalle gucke, dann werden die Wände in Beton gegossen, dann habe ich den Ingenieurbau. Dann wird die Logistikfläche vorne in Asphalt angelegt, dann bin ich beim Straßenbau. Dann habe ich diese Logistikfläche zu entwässern, dann habe ich den Tiefbau gleich mit bei. Vielleicht gibt es noch ein Bürogebäude nebenbei, dann bin ich im Hochbau. Es gibt eine Grünanlage drumherum. Inzwischen werden verstärkt auch Bäume gepflanzt, um eben einen Ausgleich in Richtung CO2 zu schaffen. Dann habe ich den Galabau. Also bildet die TIS letztendlich die Aufgaben ab, die ein modernes Bauunternehmen zu bewältigen hat. Und das war der Grund für die Zusammenlegung der Titel. Und so stellt sich die TIS auch dar. Das hast du wirklich gut beschrieben. Also war der Vorreiter im gewerksübergreifenden Denken, um auch vielleicht die Scheuklappen etwas abzunehmen und zu sagen, wie hängt das alles zusammen und wie ergänzen sich auch die unterschiedlichen Fachbereiche miteinander. Man merkt ja inzwischen, Grünanlagen wandern aufs Dach. Ja. Die Fassaden erfüllen ganz andere Funktionen wie noch vor einigen Jahren. Der Tiefbau ist immer mehr vernetzt mit der eigentlichen Stadtplanung. Also könnt ihr doch in eurer Position viel breiter dann das ganze Spektrum abbilden. Ja, wir haben es immer als Aufgabe betrachtet, den Bauunternehmen relevante Informationen zu liefern. Das können Produktinformationen sein, Projektberichte. Wir haben aber auch Themen, die deutlich darüber hinausgehen. Das ist, denke ich, auch für die TIS ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir beispielsweise über Management-Themen, über Recruiting oder über Baurecht sprechen. Wir hatten vor einem Jahr eine Artikelserie, wo es beispielsweise darum ging, dass man infolge des anstehenden Ukraine-Kriegs und der folgenden Materialknappheit und der Lieferengpässe vielleicht seine Verträge als Bauunternehmer nicht mehr einhalten kann, die man abgeschlossen hat. Und wir haben dann einen Anwalt gebeten, uns da ein paar Zeilen zuzuschreiben. Der hat einen Zweiteiler gemacht. Im Zweiteiler ging es dann darum,
im ersten Teil, wie verhindere ich, dass ich da unter die Räder komme? Wie muss ich reagieren, um mich zu schützen? Und im zweiten Teil, wie kann ich mich eigentlich vertraglich so absichern, dass ich auf solche Eventualitäten, für die ich ja als Bauausführender überhaupt nichts kann, dass ich da eigentlich gewappnet bin und in die Bauausführung hinein mich absichern kann? Dann wandelt sich eure journalistische Arbeit vom Objektbericht zum Produktbericht, vom O-Ton der Industrie oder der Bauunternehmer hin zur Ratgeber für die Akteure, Innovationswerbung für neueste Entwicklung. Wenn man sich diesen digitalen Wandel anschaut, dann passiert ja so viel, dass ja den Menschen erstmal angetragen werden muss. Man erfährt ja die neuesten Branchenentwicklungen nicht von alleine. Und da ist dann eine umfangreiche Publikation dann doch interessant, auch regelmäßig über gewisse Themen zu berichten. Das ist, was wir versuchen. Wir sehen natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen, vor denen die Bauindustrie steht. Wenn ich in einen kleinen oder mittleren Betrieb hineingehe und sage, nun digitalisier mal schön, dann steht da natürlich jemand, der seit 20 Jahren auf der Baustelle steht und guckt mich mit Stirnrunzeln an. Wenn ich ihm sage, hier für dein Smartphone hast du eine neue App, drück auf diesen Knopf und bist eingeloggt, du musst dich nicht mehr in der Firma über deine Stechkarte anmelden, dann versteht er das. Also wir haben die Situation, dass auch in ganz vielen Bereichen dieser fortschrittlichen Entwicklung, die wir alle im Moment erleben, das Wording eine enorme Rolle spielt, oft eine, die ablenkt vom eigentlichen Nutzen, den die Digitalisierung bringt. Und wir versuchen natürlich, den Nutzen zu erklären und auch Tipps zu geben, wie man bestimmte Technologien einführt, hin bis zu, welche Mitarbeiter brauche ich dafür, wo finde ich die, wie finde ich die, gibt es vielleicht neue Wege, sich an Mitarbeiter zu wenden. Und da haben wir auch eine Artikelreihe in Vorbereitung, wie man beispielsweise Recruiting über Social Media betreiben kann. Mhm. Und solche Themen, das ist durchaus über eben die Produktmeldung und über den Projektbericht hinaus, ist das auch die Information, die wir an unsere Leser liefern wollen. Also ist ja durchaus bei der Größe dieser Branche, allein vom Volumen, der Komplexität, durchaus interessant, dass es ja auch gar nicht so viele Fachzeitschriften oder Fachmagazine oder Publikationen gibt. Und die ganzen Jahre die Frage ja war, wie geht es mit Print weiter oder wie geht es überhaupt mit Publikationen weiter? Ihr habt ja jetzt eine schöne Position, weil die Themen werden ja wieder mehr und man kann durchaus sehen, dass eine Relevanz dann schon wieder zunimmt. Irgendein Ort, wo sich alle Protagonisten und alle Informationen treffen, ist ja durchaus eine gute Sache, denn die unterschiedlichen Entwicklungen, die gehen jetzt ja auch immer schneller. Also das seid ihr ja eigentlich jetzt in einer angenehmen Position zu sagen, die Relevanz nimmt wieder zu. Wir haben alle 2 Jahre im Rahmen einer Meinungsbefragung unserer Leser die Möglichkeit, natürlich auch zu fragen, wie der Leser seine Informationen haben möchte. Mhm. Unangefochten mit irgendwas zwischen 60-70%, ich müsste nachgucken, ist immer noch, wir wollen das Heft ins Büro auf den Schreibtisch. Es gibt einen deutlich kleineren Teil, der sagt, wir wollen es nach Hause. Und wir haben natürlich auch Kunden und Leser, die sagen, wir wollen unsere Informationen über einen Newsletter kriegen oder über die Website oder mehr über Social Media. Ja. Mehrfachnennung auch möglich, aber der ganz, ganz starke Blog möchte eben immer noch die Informationen auf dem Schreibtisch liegen haben, wo man mal morgens oder abends bei einer halben Tasse Kaffee mal schauen kann, was sich denn so gerade tut. Ich sehe es ja bei mir selber, wenn ich meinen Bürotag starte, dann bin ich nicht permanent auf irgendwelchen Websites am Gucken, dann habe ich halt zu tun. Ja. Und die Hefte, die ich habe, die gucke ich mir morgens oder abends an, zum Warmwerden oder um den Tag ausklingen zu lassen. Und so machen das eben die meisten unserer Leser auch. Der Grund, warum wir ja heute auch zusammenkommen, ist, wir sind Halbzeit 2023. Speziell das Fachmagazin TIS, dachte ich, ist ein guter Gesprächspartner für die
Breite der Informationen, also Tiefbau, Hochbau, Ingenieurbau und Straßenbau, deckt ja schon, sagen wir mal, den Großteil der Baubranche ab, im Gegensatz zu anderen Veröffentlichungen, die sich dann um noch kleinere Nischen kümmern. Deswegen mein großes Anliegen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Wie ist denn jetzt so Halbjahresbilanz deine Sicht auf die Branche? Was hat dich überrascht? Was begeistert dich? Was gibt dir ein bisschen zu denken? Oh, das wird schwierig. Da gehen wir ein kleines Stück in die Politik. Das, was ich sehe, ist, dass wir einen Haufen grundlegender Probleme haben, die meisten davon ausgelöst oder noch durch Nachwirkungen bestimmt, die sich aus Corona bzw. dem Ukraine-Krieg entwickeln. Wir haben beispielsweise immer noch Lieferverzögerungen. Es gab einen großen Hafen in China, der für Corona dicht gemacht wurde. Da staunen sich heute noch ein Teil der Schiffe. So hat sich der Containertransport von den USA hierher um Faktor 5 verteuert, einfach aus solchen Gründen. Und natürlich ist die Situation mit Materialknappheit bedingt durch den Ukraine-Krieg auch keine schöne Geschichte. Darüber kommen Vorschriften, die schon vor längerem in der EU beschlossen wurden und nun hier in Deutschland umgesetzt werden. Ich sehe, dass viele auf die aktuelle Regierung schimpfen, wobei ich das mit Einschränkungen zurückweisen möchte, denn wir haben 16 Jahre lang relativ wenig getan. Es war für alles, was in Richtung Infrastruktur ging, Straßenbau, Brückenbau, in Richtung Umrüstung der öffentlichen Gebäude auf barrierefreie Benutzung und diese Sachen. Da ist jahrzehntelang nichts passiert. Dieses ganze Liegenlassen von aktuellen Problemen führt halt dazu, dass wir jetzt vor einer großen geballten Ladung von Problemen stehen. Und ich halte es für falsch, die aktuelle Regierung für die Probleme verantwortlich zu machen. Das sind eher die Regierungen vorher. Wiederum ist die aktuelle Regierung die einzige, die in der Lage ist, solche Situationen aufzulösen. Wir haben momentan die Situation, dass die Sozialmiete bei, ich glaube, 7 Euro liegt in dieser Größenordnung, dass sich aber aufgrund der sich auch durch Klimawandel vorgegebenen Gesetzesverschärfungen der Baupreis bei 15 oder 17 Euro in diese Richtung einpendelt, wenn man auf die Grundstückspreise in den Städten guckt. Das ist nicht auflösbar für einen Bauunternehmer. Das ist auch nicht auflösbar für einen Entwickler von Quartieren. Und an der Stelle ist die Regierung die einzige, die eingreifen kann, aber sie ist nicht der Verursacher dieser Probleme. Man guckt da halt hin und schreit laut Hilfe. Ich sehe wiederum, wenn ich auf die Regierung gucke, die können keine Baugenehmigungen erteilen. Wir haben halt viel Bürokratie, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat. Über 860 Stellen, wo man Bauanträge einreichen kann, keine einzige davon akzeptiert das digital. Ja. Und jede Kommune hat ihre eigenen Versionen, 16 Landesbauordnungen. Jede Kommune kann aber noch was drauflegen für einzelne Quartiere oder einzelne Gegenden. Das schreit förmlich nach einer KI, wo dann die ganzen Landesbauordnungen und kommunalen Sonderregelungen drin sind, sodass man einfach nur digital seinen Bauantrag da reinschmeißt und die KI sagt, passt. Das sind so Schritte, die gemacht werden müssen. Aber man ist doch wenn man heute bauen will, überfordert. Wir haben teilweise Situationen gehabt in den letzten Jahren, dass ich in Potsdam mit einer Baumaschine arbeiten durfte, aber in Berlin nicht. Und spannend. Dieses bürokratische Durcheinander, diese Verhau von Vorschriften, das müsste eigentlich mal drastisch reduziert werden. Das Problem dort ist eben, dass jede einzelne Vorschrift irgendwann mal ihren Sinn hatte, aber in der Allgemeinheit, in der Summe, wirken sie halt die Industrie Stück für Stück ab. Wir haben jetzt Druck von vielen Seiten, also einmal Ware, Markt, dann Gesetzgebung, aber auch gleichzeitig einen hohen Bedarf am Markt, Dinge zu realisieren. Widerspricht sich manchmal, also wenn man so Meldungen übereinander legt, dann haben wir auf der einen Seite, Bauwirtschaft bricht ein, dann wiederum Bauwirtschaft hat zu wenig Fachkräfte und kann gar nicht liefern. Dann wieder
Material ist zu wenig da, dann wieder Material ist zu teuer, dann wieder... Alles richtig. Also wir leben in einem Umfeld, wo sich sehr viel widerspricht und Bücher auf der einen Seite voll sind bis in die nächsten 2 Jahre, auf der anderen Seite dann wieder heißt, es passiert zu wenig. Ich würde nicht sagen widersprechen, ich würde sagen ergänzen. Ja gut, auf eine sehr skurrile Weise. Ne? Also ja, auf eine sehr skurrile Weise, das hast du schön gesagt. Ja, also wie findest du Orientierung bei sowas? Also du hast ja auch eine sehr große Bandbreite. Wie orientierst du dich in diesen Themen, dir auch eine Einschätzung oder eine Meinung zu bilden zu diesem Thema? Was ist dein Ratschlag an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Das, was ich sehe, ist, dass es Jahrzehnte braucht, um die Situation zufriedenstellend aufzulösen. Und immer wenn man in großen Zeiträumen denkt, muss man den Parteien zugutehalten, dass ihre erste Aufgabe ist, die sie zu erledigen haben, in der nächsten Saison wiedergewählt zu werden. Und wenn wir gucken, Kanzler Schröder hat damals Agenda 2010 ins Leben gerufen. Das hat uns viele Jahre wirtschaftlich getragen, aber er wurde abgewählt. Und wer heute die Maßnahmen ergreift, die erforderlich sind, wird die nächste Wahl nicht überstehen, weil wir inzwischen ein Volk geworden sind von Leuten, die sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Mhm. Mhm. Das Geld soll aus der Wand, der Strom aus der Steckdose kommen, das Wasser aus der Leitung, aber keiner macht sich Gedanken, wie es da hineinkommt. Ja. Jeder möchte grüne Energie haben, aber will kein Windrad. Jeder möchte die Kohlekraftwerke abschalten, aber bitte kein neues Atomkraftwerk bauen und so weiter und so fort. Und wenn ich auf die Ziele der Bundesregierung in Richtung Wohnungsbau gucke, da muss man schon sagen, dass die sehr utopisch sind, weil die Bauindustrie das nicht leisten kann in den aktuellen Situationen unter den aktuellen Bedingungen. Ja. Und ja, Fachkräftemangel ist ein extrem großes Problem und wird noch viel wichtiger werden. Und wenn man dann auf der einen Seite schaut, wie viele Flüchtlinge wir im Land haben und welche Schwierigkeiten man denen teilweise in den Weg legt, wenn sie hier arbeiten wollen, dann ist das schon ein bisschen schizophren. Ja, also man wundert sich. Aber auch das ein gewachsenes Problem. Die aktuelle Regierung versucht es wenigstens anzugehen. Ja. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ja, man muss was tun, egal aus welcher Perspektive man das betrachtet und auch aus welcher politischen Färbung man das betrachtet. Ums Tun kommen wir nicht herum. Also, im Moment hat die Regierung die Situation, dass 12 Löcher in der Wand sind, aus denen Wasser läuft. Sie hat aber nur 10 Finger. Ja, und wenn sie Hilfe schreit, kommt der Mann mit der Bohrmaschine. Ja. Das ist also, ich möchte nicht tauschen. Ja, man hat durchaus manchmal Ehrfurcht vor den Herausforderungen. Wenn wir jetzt konkret werden, es gibt ja viele Menschen, die jeden Tag was tun und das ist ja meistens auch bei der Industrie, die sich jeden Tag Gedanken macht über Erfindungen, über Produktergänzungen, über neue Möglichkeiten, die Herausforderungen, die von ihren Kunden gestellt werden, zu lösen. Wie empfindest du das Doing bei den ganzen Herstellern, mit denen ihr ja auch regelmäßig redaktionell in Kontakt seid? Stimmt da Vorurteile, dass nichts passiert oder wie nimmst du das jetzt wahr? Wenn ich gucke auf bauausführende Unternehmen, auf Hersteller, auf die öffentliche Hand, um es mal verallgemeinert auszudrücken, dann denke ich, dass die Hersteller sicherlich aus diesem Dreiklang am weitesten vorne sind. Ich sehe mit großer Freude verstärkt, dass die meisten Anbieter, die Bauunternehmen, die ja nun auch durch ihre eigene Transition in Richtung digital und durch die Probleme, die es eben gerade gibt, von Zinssteigerung, Lieferengpässe, Materialknappheit, Vorschriften, dass die da ja nun auch weit ausgelastet sind, dass immer mehr Hersteller hergehen und anfangen, über die reine Produktlieferung hinaus zu unterstützen. Mhm. Ich weiß, dass viele Tiefbauhersteller, ihr ja auch, hingeht und bei größeren Projekten bei der Planung behilflich seid oder vielleicht auch begleitet beim Gang auf die Ämter, um dann eben eine
einen Bauantrag durchzukriegen oder solche Sachen, wo man dann, wenn man vor ein Problem gestellt wird mit der ganzen Wissenspalette, die man hat, aus Projekten, wo man schon mal mitgeholfen hat, vielleicht eine bessere Lösung findet als ein Bauunternehmer, der da jetzt das erste Mal vor dieser speziellen Situation steht. Ich sehe jedenfalls, ob es der Ingenieurbau ist, ob es der Hochbau ist oder eben auch der Tiefbau oder Straßenbau, dass die unterstützende Leistung durch den Hersteller größer wird, sodass sich die Bauunternehmen stärker auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren können. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass man eben nicht nur aus dem Taschenladen sagt, hier habe ich ein Rohr, sagt der andere, habe ich auch, wo ist der Punkt, sondern dass man hingeht und sagt, wir gehen auch mit dir den Schritt weiter, wir unterstützen dich. Das sind Entwicklungen, die ich mit Freude sehe. Ein kooperativerer Markt, mehr Zusammenarbeit. Also kann man schon sagen, dass die Bauindustrie doch eine Evolution durchmacht, die vielleicht nur nicht so in der breiten Masse ankommt. Dass es einfach zu speziell ist, was da gearbeitet wird, damit die Branche jetzt als hip und innovativ wahrgenommen wird, sondern es passiert wie die vergangenen Jahrzehnte auch jegliche Entwicklungen in der Bauindustrie eher so im Verborgenen, branchenintern. Teils hast du da sicherlich recht, aber es macht durchaus einen Unterschied. Wenn man mal auf die Statistik guckt, dann hat das durchschnittliche Bauunternehmen in Europa 3 Mitarbeiter. Das durchschnittliche Bauunternehmen in Deutschland hat vielleicht 8 Mitarbeiter. Wir haben aber durchaus Unternehmen, die hier mit 2000 und mehr Mitarbeitern unterwegs sind, dass die natürlich technologisch schneller und weiter sind als die kleineren Unternehmen. Das ist klar. Wer einen 10-Mann-Betrieb hat, der hat nicht 7 Leute in der Compliance-Abteilung sitzen. Ja, der hat nicht irgendwie 3 Leute, die sich um Digitalisierung kümmern. Da kommt das Thema vielleicht sogar über den Auftraggeber oder über den, wenn man als Subunternehmer arbeitet, über die übergeordnete Instanz auf einen zu. Wenn sie sich allerdings die großen Bauunternehmen anschaut, die sind in Sachen BIM und Digitalisierung so weit, die brauchen sich vor internationalen Unternehmen nicht verstecken. Und wer aber im Galabau arbeitet und ist mit 2-3 Mann unterwegs, der fährt dann seinen Minibagger auf dem Anhänger und fort durch die Gegend oder irgendeinem Kombi und hängt den hinten dran, der ist sicherlich nicht der Fachmann für BIM im Gartenbau oder solche Sachen. Das muss man nach der Größe sehen, nach dem Aufgabengebiet. Aber die größeren Unternehmen, die sind schon weit, weit vorne. Wir haben ja seit 10 Jahren einen Wettbewerb laufen, wo wir die Prozesse von Bauunternehmen immer wieder betrachten und mit universitärer Unterstützung auch untersuchen. Ja. Und da sehen wir dann eben auch teilweise beeindruckend, wie weit kleine Unternehmen sind, aber das ist eben noch nicht in der Breite der Fall, und wie weit die großen sind. Und das ist wirklich beeindruckend, was da die großen bekannten Namen eigentlich schon auf die Beine stellen. Ihr seid ja zentral im Markt und deswegen habt ihr ja auch eine Initiative, den Baupreis. Ich finde es ja immer gut, wenn man was für die Branche tut, und da kommt ja auch Bewegung in die Sache. Wenn du uns jetzt einfach erklärst, was ist der Ursprung des deutschen Baupreises und wie ist es aktuell? Die Ursprünge liegen also auch schon 10 Jahre zurück. Wir haben uns nicht nur in der Redaktion TIS, auch im Bauverlag, wir haben über 20 verschiedene Marken in verschiedenen Bereichen, Architektur, Baustoffe, Handwerk und. Wir haben da sehr viele Titel und uns hat immer gestört, wie schlecht das Image der Bauindustrie war. Das hat sich in der Zwischenzeit durchaus ein bisschen gebessert, aber vor 10 Jahren war es einfach gruselig. Und wir haben da beispielsweise einen Tatort gehabt, wo von Anfang an klar war, der Bauunternehmer ist der Mörder. Der schlug seine Frau, der kokste, beschäftigte Schwarzarbeiter, lief zu Prostituierten, sein Hund hatte Läuse und lag an der Kette und alle Maschinen auf dem Hof waren verrostet, die Leiche in der Kiesgrube. Also
es hat uns wirklich geärgert. Und wir haben damals versucht, soweit das für einen Verlag oder eine Zeitschrift überhaupt möglich ist, in so einer großen und wichtigen Branche, dagegen zu steuern. Und haben gedacht, wenn wir einfach eine Kampagne machen, Bauunternehmen sind cool, dann heißt es ja, ja. Und wir haben uns also eine Universität geholt und haben ein Frageschema entwickelt, um die Prozesse von Bauunternehmen abzufragen, um zu zeigen, wie fortschrittlich die eigentlich schon sind. Wie gesagt, das gilt nicht für alle, aber für viel mehr, als man glauben mag. Und daraus entstand der Wettbewerb Bauunternehmen des Jahres. Das war 2013, glaube ich, das erste Mal. Also ja, auch schon 10 Jahre her. Und wir haben dann im Laufe der Jahre natürlich das Abfrageformat intensiviert und uns ein bisschen ausgebreitet in der Branche. Und wir haben dann die Corona-Situation genutzt, um uns da einfach nochmal komplett neu aufzustellen. Wir haben also den Wettbewerb umbenannt in Deutscher Baupreis, weil er jetzt über die Bauunternehmerschaft hinausgeht. Mhm. Wir haben unser Abfragetool nicht mehr als 50 Seiten Excel, sondern als ein Online-Tool ausgelegt. Das ist maßgeblich programmiert worden von Kollegen der Bergischen Universität Wuppertal, dort Team von Professor Helmus. Wir haben uns abgestimmt mit dem Bundesbauministerium, mhm, die gesagt haben, wir finden das gut, wir würden das unterstützen, aber könnt ihr nicht auch Ideen und einfach gute Tools und so weiter da aufnehmen? Also haben wir über die in der aktuellen Version 4 verschiedene Größen für Bauunternehmen, also bis 30 Mitarbeiter, bis 100 Mitarbeiter, bis 500 Mitarbeiter und über 500 Mitarbeiter. Und die kriegen nicht den gleichen Fragebogen, mhm, sondern das ist nach Größe gestaffelt. Und wir haben aber auch Sonderpreise für Innovation, für Digitalisierung, für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Solche Themen, die wir damit aufgenommen haben. Und die Bewerbung ist offen. Der aktuelle Wettbewerb läuft noch. Also da kann man sich noch anmelden bis zum 15. September. Mhm. Über die Website www.deutscherbaupreis.de. Das ist eben eine Geschichte, wo Unternehmen sich dann eben auch selbst ein kleines bisschen auf den Prüfstand stellen können. Mhm. Es ist nicht so super aufwendig, wie es klingt. Die erste Runde ist relativ einfach. Man muss sie dann in einem weiteren Durchgang dokumentieren. Also wenn ich sage, ich bin zertifiziert nach ISO, hast du nicht gesehen, dann sollte ich da auch die entsprechende Bestätigung dann im Nachgang einreichen. Das ist dann einfach ein Verfahren. Ich habe da mit Bauunternehmen, die da gewonnen haben, gesprochen. Einer hat mir beispielsweise gesagt, Herr Schmitz, ich arbeite jeden Tag in irgendeiner Ecke meines Unternehmens. In diesem Wettbewerb habe ich das erste Mal einen Überblick über alles zur gleichen Zeit bekommen. Mhm. Und andere hat gesagt, ich habe, der sitzt in Hamm, ich habe einen Auftrag in Braunschweig bekommen, einfach. Der Auftraggeber hat mir auch gesagt, sie sind nicht der günstigste gewesen, aber sie haben da gewonnen und deswegen traue ich ihnen das zu. Mhm. Es gibt ein großes Unternehmen aus Stuttgart, das beim Gewinn eine Prämie an jeden einzelnen Mitarbeiter ausgeschüttet hat, weil mhm, der damalige Geschäftsführer gesagt hat, nur mit eurer Hilfe ist das möglich und nur mit eurer Hilfe können wir uns weiterentwickeln. Und ich kann diese Teilnahme am Baupreis nutzen zum Recruiting. Wir sind modern, fortschrittlich, wir stellen es dem Wettbewerb und, und. Ich kann es zur Kundengewinnung nutzen. Ich kann auch einfach nur mal schauen, wo stehe ich eigentlich im Umfeld mit meinem Wettbewerb? Oder wo muss ich mich vielleicht verbessern? Wir haben Unternehmen gehabt, also es gibt für jedes Unternehmen, das teilnimmt, eine kostenlose Auswertung durch die Bergische Universität Wuppertal. Mhm. Das machen wir nicht selbst. Die Daten werden auch vertraulich behandelt. Also auch ich weiß nicht, wie die Unternehmensdaten da aussehen. Und es ist auch nichts in Anführungszeichen Gefährliches dabei, also was die Konkurrenz nicht wissen dürfte. Aber da gibt es eben eine Auswertung durch die Bergische Universität.
und die dann auch sagen, guck mal, in dem Bereich sind deine Wettbewerber und da kannst du vielleicht noch ein bisschen nachlegen oder sowas in der Richtung. Also der Nutzen ist schon da, abgesehen davon, dass wir natürlich auch für diese Unternehmen trommeln und sie vorstellen bei uns. Es ist auch eine richtig schöne Geschichte, wenn man sich dann irgendwie vor den Mitarbeiter stellen kann und sagen kann, Leute, wir sind so gut, guckt euch das an. Mhm. Und diese ganzen Aspekte, ein Unternehmer hat beispielsweise einen Aufkleber gemacht, Gewinner Bauunternehmen des Jahres ja sowieso, und hat den auf jedes Firmenfahrzeug geklebt und ist damit dann durch die Gegend gefahren. Ja. Also ja, das ist, ich habe einen gesehen, der hat gesagt, ich wollte eigentlich nicht mitmachen, aber hier, der aus einem anderen Ort macht mit und da will ich nicht abstinken. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, warum es sich lohnt, da mitzumachen. Und das ist dann natürlich immer eine gute Geschichte, wenn man da ein Feedback kriegt von neutraler Stelle, die sich dann auch fachlich wirklich auskennt, die dann sagt, ja, das ist da, wo du gerade stehst. Das ist da, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr tun könntest. Genau. Ja, die Bauunternehmer oder Unternehmerinnen sind ja im Alltag eigentlich immer nur im Dauersprint, um das Alltagsgeschäft zu erledigen. So ein Wettbewerb ist halt schön, sich selbst zu reflektieren, auch mal zu gucken und mit neuen Mitstreitern im Markt in Kontakt zu kommen und sich mit denen ein bisschen vielleicht intensiver zu befassen. Warum hat jetzt dieses Unternehmen gewonnen und wo stehe ich im Verhältnis? Man hat ja nicht den ganzen Markt im Blick, aber bei so einem Wettbewerb kann man sich dann schön messen und beschäftigt sich dann vielleicht mit den einzelnen Themen intensiver als Verantwortlicher oder Führungskraft. Verstehe ich schon. Insofern wird da schon was für den Markt getan und jetzt nicht nur redaktionell oder aus unternehmerischer Sicht von der Fachzeitschrift, hängt ja auch viel dran, so wie du erzählt hast, dass das dann auch wissenschaftlich aufgearbeitet wird für die Beteiligten. Wir haben auch ein paar Gewinner, die jetzt vielleicht nicht im Nachbarort sind, die sich zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen haben und sich regelmäßig zum Austausch treffen. Ja, ja, und das ist genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Was ist denn eigentlich ein Prozess? Ein Prozess ist doch eine Erfahrung, die einer gemacht hat und die nun durch Festschreibung quasi alle anderen nutzen können. Ja. Und wenn man sich jetzt nun über Prozesse austauscht, profitiert man von Erfahrungen anderer. Und wenn dann meinetwegen ein Bauunternehmer aus der Nähe von Dortmund mit einem Bauunternehmer aus der Nähe von Kassel sich austauscht, die kommen sich nicht in die Quere, weil sie andere Bereiche haben und auch regional getrennt sind. Aber die profitieren dann von den Erfahrungen, die der jeweils andere gemacht hat. Und so sollte es eigentlich sein. Und das versuchen wir zu fördern. Das ist eigentlich ein gutes Ansinnen, dass man als Teil der Branche auch immer so einen höheren Anspruch hat. Ist ja auch Intention beim Bautalk, etwas für die Branche zu tun, weil als Akteur hat man ja auch immer die Möglichkeit, auch was für die gesamte Branche irgendwie zu bewirken und das ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Es war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt regen Zulauf an euren Informationen. Also alle, die TIS noch nicht kannten, wärmstens empfohlen an dieser Stelle. Hat man immer einen breiten Überblick über die Branche. Wo findet man euch? Uns gibt es als Printheft natürlich. Uns gibt es als E-Paper. Wir haben eine Website www.tis-magazin.de. Wir sind auf vielen Veranstaltungen zu finden, die wir ausrichten. Fachkongress für Absturzsicherheit beispielsweise oder Fachkongress für Bauen im Bestand. Das sind auch zeitschriftenübergreifend Veranstaltungen von uns, an denen wir vertreten sind, wo man uns findet. Die findet man auch super leicht über Google, ohne dass ich jetzt jede einzelne Webadresse runterbeten möchte. Sehr gut. Wer speziell eine Frage an dich hat, man findet dich relativ einfach auf LinkedIn unter Eugen Schmitz, Chefredakteur TIS. Ich persönlich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Bautalk. Michael, auch an dich ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und für euch da draußen, wenn ihr weiterhin Lust auf unsere Bautalks habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns abonniert und das auch allen anderen weitererzählt.
Habt ihr Fragen, Anregungen, Tipps oder Tricks, dann gerne an m.neukirchen@beeco.de. Ich freue mich immer über euer Feedback. Wir hören uns wieder nach einer Mini-Sommerpause in Richtung Anfang September. Insofern macht's gut bis dahin. Vielleicht bekommt ihr auch ein bisschen Sonne. Viel Spaß dabei. Euer Michael Neukirchen.